Machen wir noch. Hallo, ihr süßen Puppis, herzlich willkommen zur Dschungelnachlese der fünften Folge von Ich bin der Salo, bin hier raus. Heute ist die Herrin natürlich wieder. Die Herrin hat heute ein Dschungeltablett fertig gemacht. Und zwar mit Schweinebullensperma. Wie hieß das? Buschschweinsperma. Buschschweinsperma. Das ist ein Zungenbrecher. Und den frittierten Vogelspinnen, ja? Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Buschschweinsperma. Und Kamelpimmel. Kamelpimmel ist auch noch mit dabei. Wir haben heute wieder Gastkommentatoren, die wie immer nichts sagen dürfen. Und zwar zu meiner für euch ausgesehenen Rechten reinstecken. Und auf der anderen Seite heute im Boyfummel, ach, du bist auch im Boyfummel heute. Heute im Boyfummel Destiny Drescher. Die kennt keine Sau, ja, bislang. Aber die wird noch bekannt werden, weil ich denke, sie wird eine große Karriere hier in Berlin haben. Destiny, Schatz, ja? Ja, weißt du Bescheid. Ja. Ryan Steckens Karriere ist schon lange vorbei, aber wir arbeiten dran, dass die zweite kommt, nicht wahr, mein Schatz? So, du darfst nichts sagen. Wir trinken jetzt erstmal Schnawodkachen. Ihr müsst ein bisschen näher an uns rankommen, ihr Gastkommentatoren, damit man uns alle sieht. Cheers. Prost. Nimmst du mich persönlich mit der Karriere, oder? Nein, ich Oh Gott, Herrin, du hast mir heute auf der Bühne erzählt, RTL hat uns angerufen. Nein, die haben mir eine E-Mail geschickt. Erzähl mir alles darüber. Ach, das weiß ich nicht mehr. Das ist das Kundenmagazin von den Vertriebstralala von RTL. Hört sich wahnsinnig langweilig an. Langweilig. Und die haben mir 10 Fragen geschickt übers Internet, die wir beantworten sollen, und die machen so eine Kundenscheiß irgendwie. Das richtig ist und ob wir das noch mit anderen Formaten machen. Ach, und unsere Nachlese oder was? Nein, so eine Scheiße, wie da gerade läuft. Public Viewing. Ja, Public Viewing. Heißt also, wir kommen da jetzt nicht groß raus, Mal gucken. Vielleicht kommen sie noch vorbei und hat jemand von euch, Usern, hat jemand von euch schon mal den Dschungelblock auf bild.de mit Nina Queer gesehen? Das ist das Unterschichtigste, was ich je in meinem ganzen Leben... Das kommt bei uns. Genau. Auch. Gut. So, ihr süßen Mäuse, ich habe ganz, ganz, ganz viele Notizen heute gemacht. Wir fangen sofort an, damit es nicht so lang heute wird. Und zwar erstens... 12 Minuten. Wir bleiben heute unter 12 Minuten. Erstmal, wir müssen ganz schnell reden. Erstens, es gab die Klo-Story. Nee, erstmal, Sonja zieht los Oberteil heute. Wir müssen ja ab sofort mal die Oberteile besprechen. Die hat ja heute so einen Traum in Dschungelgrün mit Diamanten drauf. Ja. Das fand ich sehr, sehr unterschichtig, wie immer. Sonja Zitlo trägt ja immer gerne so Woolworth-Oberteile. Nee, das ist Primark. Primark, entschuldige bitte. Ach Gott, Woolworth wäre zu hochwertig. 10 Stück für 10 Euro. Sah wieder gar nicht so toll aus. So, da hatten wir eine Klo-Story heute. Da ist der Rolf ist auf Klo gegangen und dann war auf dem Boden, war ein Liter Pisse war auf dem Boden. Der ganze Camp war in Aufruhr. Wie mit einem Deckel. Und am Deckel. Und, ach, wie, die Pisse war unterm Deckel. Auf dem Deckel. Wie soll denn bitte auf dem Deckel ein Liter Pisse sein? Anyway. So, und Rolfe war total außer sich. Da hat Aurelio, der Stricher, hat dann irgendwie das Zepter an sich genommen, wollte dann aufklären, wer es ist. Walter wusste Bescheid. Er hat erst gesagt, es war eine Frau. Dann hat er sich aber revidiert und gesagt, nee, es war gar keine Frau, es war ein Mann. Ja. Und dann, der Mann ist weder braunhaarig noch blond. Und da kam halt nur Rolfe bei raus. Also Rolfe pisst ein Liter Pisse. Morgens, ja? Haben die das gemessen eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wie die auf den Liter kommen. So, da habe ich mir aufgeschrieben, Sarah Kulka, DSDS-Schlampe. Jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau. Ach so, Sarah Kulka und die DSDS-Schlampe. Das ist die, Tittenzwitsch. Die Tittenzwitsch. Die Tanja Tittenwitsch. Zwitschen, Zitschen. Die beiden verstehen sich sehr, sehr gut, ja. Weil das sind halt beides halt so 22-jährige, sehr, sehr prollige Hochhaus-Schlampen. Die verstehen sich relativ gut. Die unterhalten sich über die neueste Nagelmodellage oder wie man am besten verhüten kann ohne Kondom und so eine Sachen, ja. Und da bandelt sich, glaube ich, eine sehr, sehr große Freundschaft an. So, dann
kam die große Rentnerfick-Beichte von Patricia Blanco. Von Roberta Blanco. Von Roberta Blanco. Die hat nämlich gesagt, dass sie, als sie 16 oder 20 oder 18 war, da hat die schon mit einem 60-Jährigen gebumst. Ja? Da ging natürlich bei Walter gleich die Schelle. Ging gleich hier zack die Nille hoch. Ja. Und dann so, Chance. So, also Patricia Blanco ist also das Phantom der Opas. Ja? Finde ich ganz toll. Daniel Hartwig hat das heute gesagt. Der hat natürlich gute Gags schreiben. Das ist ja nicht von ihm gekommen, ganz ehrlich. So. Dann sind wir wieder bei RTL. RTL kann keine Sendung produzieren, ohne dass Brüste irgendwie vorkommen. Und deshalb sind wir jetzt bei Patricia Blankos Brüsten. Die hat ja angeblich eine Brust-OP hinter sich. Ja. Ich muss wirklich sagen, ich habe das noch nicht gesehen, weil die hängen ja wie so ganz lange, meterlange Schläuche. Ist auch nicht mehr neu. Die ist nicht mehr neu, die Brust-OP. Nee. Ja, wann war die denn? Also 25 Jahre. Hat ihr bestimmt ihr Vater bezahlt. Und, ne? Ja. Nein, die hat die noch nicht bezahlt. Die durfte fast nicht mitfahren. Ja, genau, das erzähl doch mal. Die durfte fast nicht mitfahren. Die ist am Zoll irgendwie aufgehalten worden, weil sie einen Haftbefehl hatte. Und das fand ich ganz toll. Ja. Dann durfte sie 1.800 Euro an Titten an der Steuer vorbei. Ja, aber da frage ich mich auch, dass da irgendwie so ein Zollamt oder wer auch immer sich darum kümmert, dass so ein Zollamt dann bis zum Flughafen reist nach Frankfurt da und dann irgendwie eine Patricia Blanco einbuchten will wegen 1.800 Euro. Ja. Und schon mal 1.800 Euro verdiene ich an einem Abend auflegen, im Rauschgold. Ja. Ganz ehrlich, aber wirklich, mein Gott, es ist armes Deutschland, ganz ehrlich. So, wir waren also RTL, hat halt wieder Brüste, da haben sich wieder selber die Titten angefasst und gesagt, oh, ist das echt oder nicht? Und war wirklich, gerade als schwule Transe, Brüste sind halt immer wahnsinnig uninteressant, ganz ehrlich. So, dann hat Walter Freiwald, der hat dann gebeichtet, dass er sich als Bundespräsident beworben hat. Ja, wir nennen ihn seitdem nur noch Bundeskönig. Bundeskönig, weil der wird der Dschungelkönig, der ist auch total motiviert, Dschungelkönig zu werden. Und Bundespräsident, der ist ja jetzt unser Bundeskönig, der Walter Freiwald. Und der hat dann auch noch gesagt, der hat wieder ein persönliches Gespräch mit der Sarah Kulka, weil der liebt die Sarah Kulka, weil da will er noch einen wegstecken, ne, Herren? Mhm. Ich glaube, der will da einen wegstecken. Weil er will seine Stange da reinstecken. Ich glaube, eine Stange ist da nicht mehr so viel. Das ist eher so ein kleines, lahmes Sutschuk-Würstchen. So, und da hatte der Sarah Kulka im persönlichen Gespräch, hatte der Sarah Kulka gesagt, dass der total motiviert ist, dass der Dschungelkönig zu werden. Ja, der brennt für den Titel. Ja? Und dieses Mal, also in dieser Staffel, ist kein Abschaum mit in der Staffel. Ach. Wusste ich auch nicht. Ne? Wusstet ihr das? Dass da kein Abschaum? Nee, habt ihr? Nee? Nein. Gut, wir lassen es einfach mal unkommentiert. So, dann hat Sarah Kulka, ich muss noch mal hier irgendwie so eine frittierte Vogelspinne essen. Cool. Dann hat Sarah Kulka, die hat von ihrer Lapdance-Karriere erzählt. Ja, eine Stange, das sagt sie. Sie hat eine Stange getankt. Warte mal. Mit Aurelio zusammen. Ich habe dir gestern bei Amazon das Video gekauft. Ja, und von Aurelio. Von Aurelio. Der hat nämlich ein Porno-Video gemacht. Genau. Und das gibt es bei Amazon als DVD zu kaufen. Ich muss erstmal einen Schluck Sekt trinken, damit ich besser sprechen kann. Na, Wodka wäre toll. Nicht so lange. Also jetzt geht's besser. So, Aurelio ist nämlich auch Pornostar. Und wir freuen uns schon. Leider kommt der Porno, Amazon bestellt ja, verkauft alles und liefert innerhalb von 24 mindestens. Minuten. Aber das kommt erst an, wann? Am 32. Januar. Verdammt nochmal, also nach dem Dschungel. Mhm. Wir machen dann aber hier im Rauschgold ein Public Viewing von Aurelius Porno. Freut euch jetzt schon, Eintritt 5 Euro. So, dann haben wir also Sarah erzählt von ihrer Lapdance-Stricherkarriere. Die hieß mich früher in ihrem Puff, wo die gearbeitet hat, hieß die Uschi mit der Muschi. Finde ich einen tollen Künstlernamen. Dass ich da damals nicht drauf gekommen bin. Destiny, du hättest dich auch gerne so genannt, oder? Ja. Uschi mit der Muschi. Mhm. Der Name war leider schon weg. Der ist rechtlich geschützt, gehabt. Ich auch, also wahnsinnig gerne. Aber Aurelio, der andere, also der Stricher mit der Stange, ja.
Der hieß auch, hat auch einen Künstlernamen gehabt. Und den habe ich vergessen. Auri de la Rosa. Auri de la Rosa. Der war nämlich auch Stricher bis ab 2008. Bis 2008 war er ganz professionelles, seriöses Model. Und danach hat er seine große Liebe kennengelernt. Eine sächsische Erotik, ich habe es mir aufgeschrieben. Erotik. Eine Erotikkünstlerin. Schrägstrich Pornostar, ja. Und dann ist er auf einmal sofort zum Stricher avanciert und hat dann an der Stange gesetzt, aber natürlich alles ganz hochwertig, so wie die, wie heißen diese komischen Las Vegas-Stripper? Showgirls. Chippendales. Genau. Showgirls. Chippendales. Ja, Showgirl wäre doch auch mal was. Ja, Chippendales. Und der war natürlich alles wahnsinnig hochwertig. Und seitdem ging es halt wirklich bergab und dann kam die Bachelorette und jetzt Dschungelcamp. Mehr muss man dazu nicht sagen. So, dann kommen wir endlich zur Dschungelprüfung und die war toll. Ich muss wirklich sowieso sagen, Herren, ich fand die Folge heute zum allerersten Mal seit der neuen Staffel wirklich durchgängig unterhaltsam. Das lag daran, dass es 2 Stunden endlich war. Ja, weil da kann man endlich mal, da konnten die ganzen... Den ganzen Müll irgendwie mal erzählen. Ich fand es heute wirklich richtig, richtig gut. Mein RTL, endlich mein bist du wieder. RTL. Mein ist mein RTL! Sag mal. Verdammt nochmal. Und ich fand's heute wirklich toll. Liebes RTL, endlich. Wird auch mal wirklich mal Zeit. Dann war die Dschungelprüfung mit Jörn Schönfeucht und Gollum. Ja, und das war, also, und ich liebe die Dschungelprüfung, wenn die Sachen essen und trinken müssen. Und es war heute soweit, sie mussten essen und trinken. Die wollten 11 Sterne holen, haben sie natürlich überhaupt nicht geschafft, ja. Allein schon wegen der Mäusefäustchen von Walter. Ja, der da, ja, gut, hat damit jetzt nichts zu tun. So, das erste Meal war, die mussten mit so Dartpfeilen, mussten sie auf so eine Dartscheibe werfen und da mussten sie entweder ein Small oder Large Meal bekamen sie dann, ja. So, das erste Menü war gebackene Taranteln. Ja. Muss ich wirklich sagen, ich würde ja die ganze Scheiße mitmachen, aber ich finde Spinnen persönlich, ich habe wirklich auch ein bisschen große Angst vor Spinnen und egal, die schmecken bestimmt würzig und knusprig, aber ganz ehrlich, wenn da halt so Spinnen sind mit diesen hochgekrempelten Beinen und... Nee, die waren ja zusammengekrempelt. Widerlich, ich würde die noch nicht mal anfassen wollen. Ryan Stecken, da bist du ganz bei mir, das oder? Du findest total Spinnen widerlich. Und ich würde das niemals essen. Ich würde widerlich. Also wirklich alle Achtung. So, dann ging es weiter. Dann kam ein großes Getränk. Pürierte Kakerlaken plus Kotzfrucht. Und da war es schon ein bisschen schwierig. Da hat man schon gesehen, wie sie beide gewirkt haben. Aber der Spruch war toll. Schmeckt nicht nach Frucht, sondern nach... Schmeckt nicht... Nein, der Name trügt. Die Kotzfrucht schmeckt nicht nach Frucht. Hm? Das war so ein Erzitlo. Ich liebe so ein Erzitlo. So, danach gab es dann gekochte Entenfüße. Da mussten sie... Mach das mal bitte vor. Du hast die Hände nicht frei, Schatz. Da mussten sie die Entenfüße so nehmen. Nee, mit 2 Händen, Schatz. Und dann, wie bei einer Muschi, mussten sie in der Mitte so rausbeißen. So rausbeißen. Und da mussten sie aber 10 Stück in irgendwie 10 Sekunden. So, hat Walter Freiwald natürlich geschafft, weil er zu debil ist. Jörn Schlindfeucht, und ich muss wirklich sagen, Jörn Schlindfeucht, der hat bei mir so gewonnen bei der Dschungelprüfung. Ich finde ihn mittlerweile wirklich ganz toll. Und ich glaube, der wird Dschungelkönig. Du warst ja mal bei Nina Queer zum Essen, oder? Da hast du nur 2 gekriegt. Ja, ich weil war. Die Queer hat ja nur 2. Die Queer kocht sehr, sehr gerne gekochte Entenfüße. Mhm. Ich habe da nur 2 bekommen. Das war wirklich nicht viel. Also, liebe Nina. Das waren ihre eigenen. Das waren ihre eigenen Entenfüße. Seitdem hat sie ja Prothesen. Ja. So, danach gab es dann diese tollen Teller. Diese tiefen Suppenteller, die waren gefüllt. Das sah aus wie Durchfall. Ja, das war hätte aber. Walter sein. Es war der Durchfall von Walter. Es war aber irgendwie, was war das eigentlich? Das waren Kakerlaken, Mehlwürmer, Käsefrucht. Das war's auch, oder? Aber es war so braun und grillen. Und so. Und da haben sie beide einen Löffel genommen und beide mussten schon, als ich den Löffel im Mund gesteckt habe, mussten die so würgen, dass sie, man darf ja bei der Prüfung nicht kotzen, weil dann zählen alle Sterne nicht mehr.
Das war wirklich toll. Also haben sie beide keinen einzigen Löffel gegessen, weil es angeblich so ekelhaft war. Danach kam dann der Kamelpenis, der obligatorische. Ach, ja. Weil der Freiwald hat erstmal die Kuppe gegessen, die violette. Und der Jörn Schlönfeucht dann den Rest. Langweilig. Und dann gab es zum Schluss noch, und der Jörn Schlönfeucht, ich glaube, das ist eine Schrankschwuchtel. Aber hallo. Der Jörn Schlönfeucht, der hat dann gesagt, bitte lass das letzte Mehl, lass es bitte Sperma sein. Nochmal einmal, lass es Sperma sein. Und es war Sperma, und zwar war es ein Zungenbrecher, es war Buschschwein-Sperma. Zwei Schnapsgläser, sowas trinken wir hier im Rauschgold jeden Tag en masse, also excuse me, hat Walter Freiwald, der Gollum, hat es dann getrunken hier. Unten war so ein bisschen so ein leichter Bodensatz. War von gestern, das ist schon ein bisschen geronnen. So, ja, 5 Sterne haben sie gemacht. So, dann nochmal ganz kurz, Sarah und Walter, ich glaube, da entwickelt sich so eine kleine Bindung. Die beiden mögen sich sehr gerne, oder? Ja, doch. Ich glaube, bei Walter ist es, glaube ich, aber eine andere Zuneigung als bei Sarah. Das stimmt, ja. Ja? Mehr muss man dazu jetzt auch nicht sagen. Wir überlassen das dem Kopfkino unserer YouTube-User. Ich bin mit den Gedanken schon wieder viel weiter und kann nicht so schnell sprechen, wie ich denke. Und das ist mein großes Manko. Ich bin einfach zu schnell für mich selbst. So, dann Angelina Heger. Sie ist ja an sich auch wirklich eine Heulsuse. Sie heult wahnsinnig gerne und sie hat jetzt auch nochmal ganz viel Sendezeit dafür gebraucht, um zu heulen. Sie hat gesagt, dass sie vermisst ihre Mutter zu Hause. Die wohnt ja, wir weinen jetzt mal alle, sie wohnt ja zu Hause und ihr Freund. Ja, und sie ist ja auch immer, wenn sie dann sauer ist, dann ist sie so gemein und dann ist sie so unfair. Und dann ist sie, und es tut ihr alles so leid. Jetzt reiz. Ja. Geh kacken, Angelina. Ganz ehrlich, mein Schatz. So. Und da sind wir auch schon fast durch. Nee, jetzt gerade noch eine ganz ultra langweilige Schatz irgendwas. Nee, erstmal kam die Awardshow. Ja, das meine ich. Ach so, ja. Das habe ich nicht verstanden. Die hat keiner verstanden. Da mussten sie irgendwie sich selbst erklären. Ach, ich weiß es nicht mehr. Die im Dschungel musste, das Cam musste irgendwas nominieren, wer die schönste und wer die dürfste und wer die hässlichste und die bekannteste. Und das war das einzige mit der, ja, das war mit dem bekanntesten. Weil da haben sie sich nämlich wirklich ein bisschen so gezwistet, weil, hallo, wer ist bekannter? Maren Gilzer oder Walter Freiwald? Oder vielleicht doch Benjamin Boyce? Ja, aber an sich war es natürlich nur ein ganz, 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 ganz billiger Versuch von RTL, irgendwie Zwiespalt in das Team zu bekommen. Einschaltquote. Hat nicht funktioniert, ihr süßen Mäuse. So, dann Attraktivität wurde noch bewertet, bla bla bla. Anyway, dann kam Werbeblock. Und in der nächsten Dschungelprüfung morgen sind Walter und Tanja Tittenwitch. Und das war's auch schon wieder mit unserer Dschungelnachlese. Wir sind auch schon bei 17 Minuten. Ja, aber auch 2 Stunden. Es waren noch zwei Stunden, weil RTLs Einschaltquoten sind gerade nicht so gut und die müssen jetzt gerade irgendwie ein bisschen gucken, wo wir bleiben. Wir sind auch, ihr süßen Mäuse. Gut, oder? Unsere Einschaltquoten sind so semi, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind Hammer. Ihr süßen Mäuse, folgt uns bei YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Tumblr und Google+. Ja? Und liked mich. Liked die Herren Deluxe auf everywhere. Ja. Und wir sehen uns morgen schon wieder, ihr süßen Mäuse. Bis dann, bye bye. Wir sagen alle nochmal tschüss.